Hier ist das SKB-Journal am Freitag und das sind unsere Themen. Erregte Diskussion wegen Frauenquote für Landtag. Wie denken die Brandenburger eigentlich über die Quotierung? Ehrung für Ehrenamtler an der THB. Manuel Eckert wird für seine Notruf-App ausgezeichnet. Und Einweihung der ersten Sportinsel in der Havelstadt. Outdoor-Sport dank des Projektes Havelparcours. Ja, meine Damen und Herren, und damit darf ich Sie zu den letzten aktuellen Nachrichten im SKB-Journal in dieser Woche recht herzlich begrüßen. Berlin macht aus dem Frauentag am 8. März einen gesetzlichen Feiertag. Der Brandenburger Landtag möchte eine Frauenquote einführen und auch im Bundestag wird darüber schon laut nachgedacht. Stellt sich die Frage, sind solche Überlegungen überhaupt sinnvoll? Brauchen Frauen des 21. Jahrhunderts solche Standards? Wir haben mal nachgefragt. Fragt bei den Brandenburgern hier die Antworten in der Frage der Woche. Ja, man sollte das nicht administrieren von oben. Also sollte sich so ergeben, wer gut ist, sollte Politik machen und da braucht man, glaube ich, eine ganze Menge. Kompetent müssen sie sein. Aber wenn es dann halt auch Frauen sind, wäre ich damit einverstanden. Die sollen die Besten nehmen, nicht eine Quote. Ich finde es gut. Warum sollen Männer mal bloß regieren, sage ich mal? Da finde ich es richtig, dass die Frauen noch mal ein bisschen ihren Beitrag dazu leisten. Ne? Zuerst nach Kompetenz und danach nicht unbedingt Männer. Frauen haben auch. Es gibt so viele kluge Politiker und kompetente Frauen. Warum nicht? Wissen Sie, ich sage mir immer, die Frauen, die sollen, gut, ich meine mal, ich möchte jetzt nicht so viel sagen, aber die könnten sich vielleicht mal ein bisschen eher um die Familie dann kümmern oder so. Ob das dann nachher mit dem Beruf immer so passt, das weiß man immer nicht so. Ein Notruf für Feuerwehr, Rettungsdienst oder Polizei abzusetzen, geschieht meistens über die klassische Telefonleitung. Doch die digitale Welt scheint grenzenlos und so wird das nicht die einzige Möglichkeit in Zukunft bleiben. Manuel Eckert beispielsweise tüftelt an einer Notruf-App und dafür wurde der Ehrenamtler jetzt ausgezeichnet. Dass sich Menschen ehrenamtlich engagieren, ist nicht selbstverständlich. Vor etwa 10 Jahren hat sich deshalb das Land Brandenburg dazu entschieden, jeden Monat einen Ehrenamtler auszuzeichnen. Die 128. Auszeichnung zum Ehrenamtler des Monats durfte am Donnerstag Manuel Eckert in Empfang nehmen. Er hat sich zum Ziel gesetzt, die Technik für Notrufe zu revolutionieren. Dafür hat er ein Programm entwickelt, mit dem jeder ganz einfach über eine App auf seinem Handy einen Notruf absetzen kann, auch wenn er nicht telefonieren kann. So werden auch stumme oder gehörlose Menschen und Menschen mit anderen Beeinträchtigungen integriert. Jene, die nicht einfach 112 anrufen können, haben aktuell nur die Möglichkeit, einen Notruf-Fax zu verschicken. Mit Notruf Plus, so heißt das System, würde das wesentlich vereinfacht werden. In der App kann man seine Daten eintragen wie Alter, chronische Erkrankungen, regelmäßig genommene Medikamente. Dieses Datenpaket wird nur auf dem eigenen Handy gespeichert und sobald man einen Notruf rausschickt, direkt an die Retter übermittelt. Das kann im Notfall Leben retten. Auch die Lokalisierung ist mit Notruf Plus wesentlich einfacher. Mit dem aktuellen System der Handyortung kann man den Anrufer nur sehr ungenau finden. Notruf Plus sendet einfach GPS-Daten und so lässt sich der Standort auf ein paar Meter genau bestimmen. Alles in allem würde uns die Digitalisierung des Notrufprozesses erlauben, schneller und effizienter Menschen zu retten. Darum geht es Manuel Eckert auch. Seiner Meinung nach sollte die Digitalisierung nicht nur da vorangebracht werden, wo Gewinne maximiert werden können, sondern vor allem auch da, wo Menschen damit geholfen wird. Die Brandenburger Bürgerbühne mit dem Stück Fritzes Wiederkehr. Ein Schauspiel von Ilja Hübner. Der Autor, Regisseur und Schauspieler begibt sich auf die Spuren des Brandenburger Originals Fritze Bollmann. Fritze Bollmann, die Brandenburger Legende, hockt im Himmel und ist gelangweilt. Total gelangweilt. Nur eine Sehnsucht treibt ihn um. Noch einmal auf den BC rudern und die Angel auswerfen. Dann wäre er glücklich und zufrieden bis in alle Ewigkeit.
Fritze Bollmann trägt seinen Wunsch beim Chef im Himmel vor. Erst will der nicht, lässt sich dann aber doch überreden. Und wie stellst du dir das vor? Na, ich steige den Kahn, rudere raus und werfe eine Angel aus. Ganz einfach. Fritze kommt in das Brandenburg unserer Tage und die Geschichte nimmt ihren Lauf. Auf humorvolle und heitere Art wird der Blick aufs Heute möglich. Aber so, dass gestern und heute nahtlos ineinander übergehen. Es gibt keinen Blick zurück im Zorn. Die suchen immer Stadtführer. Was denn für Führer? Na, so Leute, die die Touristen durch die Stadt führen und ein bisschen zur Stadtgeschichte erzählen. Die nehmen gerne Arbeitslose und bilden die aus. Und wenn ich dich so anschaue... Ja, was ist denn da? Na, ein bisschen was hast du doch von Fritze Bollmann. Das ist ein Stück von Brandenburgern und Brandenburgerinnen für Brandenburger und Brandenburgerinnen. Ein Stück, das so nur in Brandenburg spielen kann. Künstlerische Leitung Ilja Hübner. Premiere ist der Freitag, 8. Februar um 19.30 Uhr. Es folgen weitere Termine. Karten wie immer an der Theaterkasse oder unter Telefon 03381 511 111. Bleiben Sie fit bis ins hohe Alter mit Knobi Vital. Es hat sich vieles gebessert, wie Blutdruck normal, Cholesterin normal. Die wertvollen Inhaltsstoffe des Knoblauchs vereint mit den Wirkstoffen aus Aroniabeere, Weißdorn oder Ingwer. 2 in 1 für eine gesunde Herzfunktion. Es hat tatsächlich was gebracht. Ich bleib dabei. Knobi Vital, der tägliche Schluck Gesundheit. Erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Seine Leidenschaft ist das Wandern. Doch das wurde für Josef Bader immer beschwerlicher. Vor 10 Jahren wurde bei ihm Arthrose im Knie festgestellt. Vor 2 Jahren konnte er kaum noch gehen. Ich konnte nicht mehr länger wandern. Das Radfahren ging schwer. Treppe steige. Katastrophe. Josef Bader hat es geschafft. Sein Knie kann er wieder schmerzfrei bewegen. Geholfen hat ihm letztendlich Rosaxan. Rosaxan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. Zwar ist momentan absolut nicht das richtige Wetter, um einen Outdoor-Sportpark einzuweihen. Der Stadtsportbund hat es trotzdem getan. Ja, und so wurde am Mittwochnachmittag die erste Sportinsel des Havelparcours eröffnet. Calisthenics ist eine Form des Trainings, bei dem lediglich das eigene Körpergewicht benötigt wird, um zu trainieren. Mit ein paar Gerüsten und Stangen kann man die Intensität auch noch erhöhen. Und unter genau so einem Motto wurde die erste Sportinsel des Havelparcours eröffnet. Okay, so, ja, Bratke, dann loslegen. Am Mittwochnachmittag zeigten Vertreter des Stadtsportbundes, was an der Sportinsel alles so möglich ist. Ob verschiedene Kletterübungen oder Turnfiguren. Aber auch der Einsatz weiterer Hilfsmittel ist möglich, so wird das Training noch abwechslungsreicher. Steffen Scheller befürwortete das Projekt von Anfang an. Ich darf ja da gemeinsam mit Richard Mostaff, der ist auch von der Stadtverordnetenversammlung entsandt, Mitglied im Kuratorium dieser Stiftung sein. Und als wir dort den Antrag zur Entscheidung hatten, hatten mich auch alle Mitglieder des Kuratoriums angeguckt und gesagt, was haltet ihr denn als Stadtvertreter davon? Seid ihr denn auch dafür? Und mit Blick auf die Nachhaltigkeit, die ja dann dadurch jetzt erzeugt werden soll, durch diese Initialzündung und andere haben sich ja schon beteiligt, Wirtschaftssenioren, Stichwort andere Sponsoren, konnten wir das bejahen und dann hat man das auch relativ schnell positiv votiert. Und dass es jetzt umgesetzt wurde, ist ja umso schöner. Der gesamte Havelparcours soll wie eine Art Leitfaden durch die Stadt führen. Wo genau überall Stationen entstehen, ist noch unklar. Aber man ist sich einig, das Ziel des Havelparcours soll der Marienberg werden.
So kann man im Ziel die letzten Sportübungen und einen wunderbaren Ausblick über unsere Havelstadt genießen. Hurra, der erste Schnee ist gefallen. Auf dem Weg zur Redaktion habe ich schon einige Schlitten gesehen. Flachland, Wintersport scheint also möglich, aber bleibt das so? Hier ist der SKB-3-Tage-Trend. Am Samstag sind dichte Wolken unterwegs, gelegentlich kann es Schneegriesel geben, aber gerade in unserer Region ist auch Regen möglich. Es kann also gefährlich glatt werden. Seien Sie bitte besonders vorsichtig. Am Tag 4, nachts minus 4 Grad. Gleiches Bild am Sonntag, mit 5 Grad wird es recht mild. So kommen die Niederschläge als Regen runter, am Tag 5, in der Nacht 1 Grad. Das unbeständige Wetter setzt sich auch am Montag fort, 4 und 1 Grad bei einer geschlossenen Wolkendecke. Die Sonne hat keine Chance. Soweit die letzten aktuellen Nachrichten in dieser Woche. Ich wünsche Ihnen ein fantastisches Wochenende. Am Montag ab 18 Uhr sind wir dann mit aktuellen Meldungen zur Stelle. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen.